Hi. Schon verrückt, was die Leute so alles wegwerfen. Kriegen diesen Pigman Psycho? Der Mistkerl ist uns schon mal... Aber Slap lässt keinen am Leben, der unsere Crew jagt. Pigman hat Roy angeblich bei lebendigem Leib die Haut abgezogen, nachdem er ihn geschnappt hat. Wenn ich daran denke, läuft's mir kalt den Rücken runter. Ja, je schneller wir das Arschloch erledigen, desto besser. Ach, ich fühle mich immer, als würde ich hier beobachtet werden. Du lebst doch! Also gut! Sie verloren. Hier stimmt was nicht. Wir sollten von hier verschwinden. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Deine Zeit ist... Thank you.
Tür ist auf. Los geht's. Schluss mit den Spielchen. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Wow, wow. Hörst du das? Ich werde immer schreckhafter. Ich werde gerade erst warm. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ah! Hast du was Brauchbares gefunden? Haltet mir keine Sorgen. Bei Spinnen sieht es ganz anders aus. Jetzt teilen wir das unter uns auf, ja? Du kannst dich nicht ewig verstecken, Mistkerl! Wer? Verfickte Feiglinge verstecken sich.
komischer Gestank. Da bist du ja, du kleiner Bastard. Willst du denn das ganze Commonwealth mit dir rumschleppen? Jetzt fahre endlich! Halte die Augen offen! Du kannst dich nicht ewig verstecken, Pigman! Jemand da? Hörst du? Jetzt haben wir dich, Pigman. Es wird schön, dich zu töten. Hallo. Das war knapp. Man wirklich nicht alle Tage. Die haben Schlimmeres als den Tod verdient. Warum wollten sie dich erledigen? Eine Meinungsverschiedenheit. Ihnen gefiel nicht, dass ich ihre Köpfe sammle. Ich möchte dir was geben. Woran hast du gedacht? Ein Geschenk, nichts weiter. Schau dir in meinem Haus mein Gemälde Picknick für Stanley genau an. Dann findest du das Geschenk. Das wirst du brauchen.
Hast du kurz... Hey. Brauchst du was? Entschuldigung. Ich würde immer noch gern mit dir reden. Hast du jetzt Zeit? Was hast du denn auf dem Herzen? Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Sei bitte nachsichtig mit mir, denn es fällt mir schwer, das zu erzählen und ich will keinen Fehler machen. Wo soll ich anfangen? Wusstest du, dass ich 3 Jahre lang im Combat Zone gekämpft habe? 3 Jahre lang habe ich mich von Verlierern und Verrückten aufs Übelste verprügeln lassen. Nach den Kämpfen habe ich das Blut ausgespuckt, meine Wunden genäht und mir ein paar Schüsse Psycho gespritzt, um weiterzumachen. Ich habe es so sehr gehasst. Das Publikum, die anderen Kämpfer und mich selbst. Ich habe nie verstanden, warum ich das alles tat. Bis jetzt, weil ich allein war. Tief im Herzen wollte ich sterben. Ich wollte, dass mich einer der Gegner erledigt. Das wäre das Einfachste gewesen. Warum erzählst du mir das alles jetzt? Verdammt, darin war ich noch nie besonders gut. Mein Leben war ein großer Misserfolg nach dem nächsten. Du hast meine ganzen Geschichten gehört und weißt, welchen Preis ich gezahlt habe. Einige Male habe ich sogar, wenn es mal wieder richtig schlimm war, in den Lauf meiner eigenen Waffe geblickt. Ich weiß nicht, warum ich nicht abgedrückt habe. Ich hatte gebetet, irgendwo ein Fünkchen Menschlichkeit in dieser verdammten Welt zu finden. Und dann, was du im Vault 95 für mich getan hast, war wie eine Antwort auf diese Gebete. Das erste Mal in meinem Leben verlasse ich mich auf jemand anderen und werde nicht enttäuscht. Verdammt, jetzt vermassle ich alles. Brauchst du einen Augenblick, um deine Gedanken zu ordnen? Wenn ja, verstehe ich das. Nein, ich bin bereit. Ich will nicht länger um den heißen Brei reden. Ich habe langsam gemerkt, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto wichtiger bist du für mich. Und ich rede nicht davon, dass du mir den Rücken frei hältst oder einen mit mir trinkst. Ich meine damit mehr. Bevor wir uns getroffen haben, war ich immer auf der Hut. Vor jedem. Aber bei dir habe ich das Gefühl, mich öffnen zu können. Und du siehst mich, wie ich bin. Im Guten wie im Bösen. Ich kann nicht mehr zurück zu dem, wie es vor unserer Begegnung war. Ich will es auch nicht. Aber ich möchte, dass du mir in die Augen blickst und sagst, dass du auch etwas empfindest. Ja, natürlich. Ich liebe dich, Kate. Du tust was? Du hast gerade gesagt, dass du mich liebst. Das war mir nicht klar. Ich meine, ich habe da zwischen uns zwar was gespürt, aber ich dachte, das wäre etwas anderes. Warum? Warum solltest du dich in eine so abgefuckte Tussi wie mich verlieben? Ist es wirklich wichtig, warum? Nein, das ist es wohl nicht. Das ist das erste Mal, dass ich alle meine Karten auf den Tisch gelegt und nicht alles verloren habe. Du ahnst ja nicht, wie viel mir das bedeutet, einen besonderen Menschen in meinem Leben zu haben. Ich verspreche dir, ich werde das Beste draus machen. Zeit zum Reden? Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die unsere Hilfe braucht. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Nick. Sollen wir wieder aufbrechen? Gehen wir. Gut, gehen wir. Okay, Nicky. Pass da draußen auf dich auf. Keine Angst, Kate. Werde ich. Kumpel, ich mag Knarren ja auch, aber meinst du nicht, übertreibst du sie ein bisschen? Wir sind sehr erfreut darüber. Klar, ich schau mal, was du hast.
kranker Geist könnte das hier für Kunst halten.